Als Michael seine Frau Effie aus ihrem brennenden Haus holt, wird er als Held gefeiert. Doch nur wenige Zeit später wurden sie von einem weiteren Schicksalsschlag heimgesucht, den einer der beiden nicht überleben sollte. Und schnell kommen merkwürdige Details ans Licht, die Zweifel an den Umständen aufkommen lassen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, also ja, wundert euch wieder nicht über meine Stimme und falls ich zwischendurch irgendwie einen Hustenanfall bekomme und kollabiere. Also ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in den Fall rein. Effie Rachel Williams wurde am 20. Oktober 1977 als Tochter von Joy und Dwan Williams in Jacksonville, Florida, geboren. Sie wuchs zu einer liebevollen und herzlichen jungen Frau heran, die in ihrem Umfeld sehr beliebt war. Als Effie Anfang 20 war, war sie, was das Thema Männer-Dating betrifft, eher zurückhaltend. Also sie hat sich da nicht so viel draus gemacht und hat einfach mal abgewartet. Und tatsächlich sollte das Schicksal ihr auch einen ganz bestimmten Mann ins Leben bringen. Eines Tages war Effie mit ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich am Straßenrand anhalten musste, weil sie eine Autopanne hatte. Und ganz zufällig kam dann auch ein anderer Mann mit seinem Auto, hielt bei ihr und bot ihr seine Hilfe an. Dieser junge Mann war ein paar Jahre jünger als Effie und stellte sich als Michael Radley vor. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und merkten, dass sie irgendwie eine besondere Anziehungskraft gegenseitig verspürten. Und später sagten sie, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. 18 Monate nach ihrer Begegnung heirateten die beiden, allerdings hielt die Ehe nur 3 Monate. Den genauen Grund dafür habe ich nicht gelesen, aber irgendwie merkten sie wohl, dass sie vielleicht doch nicht so ganz zusammenpassen. Aber sie gingen im Guten auseinander, hielten weiterhin Kontakt. Und ich glaube, danach entwickelte sich daraus auch so eine On-Off-Beziehung. Und ein weiteres Jahr später heirateten die beiden dann nochmal, weil sie doch gemerkt hatten, dass sie einfach zusammengehörten. Und kurz darauf brachten sie dann auch das erste gemeinsame Kind zur Welt, einen Sohn namens Aiden. Der machte das ganze Familienglück dann endgültig perfekt. Michael soll Effie wirklich auf Händen getragen haben. Effie war sehr, sehr verliebt in Michael und ja, es schien wirklich alles super zu laufen. Michael wurde als ein sehr einfühlsamer und hilfsbereiter Mann beschrieben. Wie gesagt, er soll Effie wirklich auf Händen getragen haben und auch ansonsten, er kümmerte sich viel um die Nachbarn. Zum Beispiel gab es einen älteren Nachbarn, der schon ein bisschen krank war und auch da half Michael regelmäßig. Er soll auch freiwillig in einem Pflegeheim ausgeholfen haben und ja, er war einfach ein sehr, sehr lieber Mann. Seine Mutter Cindy Radley sagte, dass Michael für Effie wirklich sein letztes Hemd gegeben hätte. Hauptberuflich arbeitete er als Büroangestellter bei einer Krankenversicherung. Michael und Effie lebten in Briceville, Florida, auf dem Grundstück von Michaels Eltern und es war wohl so, dass die Eltern ein großes Haus hatten und so ein bisschen abseits, wirklich nur einige Meter entfernt, hatten Effie und Michael so einen kleinen Wohncontainer, wo sie eben zusammen mit dem Sohn Aiden drin lebten. Briceville ist ein kleines Dorf mit nur 3000 Einwohnern und es war mal wieder so ein Ort, wo es sehr, sehr vertraut war unter den Einwohnern. Teilweise schloss man auch die Haustüren überhaupt nicht ab, auch nachts nicht und ja, es herrschte einfach sehr, sehr großes Vertrauen. Effie und Michael fühlten sich in Briceville auch sehr wohl und hatten das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt von Aiden erlitt die kleine Familie einen Schicksalsschlag, denn eines Nachts wachte Michael auf und bemerkte, dass es in dem kleinen Wohncontainer brannte. Er schnappte sich instinktiv sofort den kleinen Aiden und rannte aus dem Haus heraus. Draußen angekommen waren auch schon Nachbarn und Michaels Eltern auf den Brand aufmerksam geworden. Der Rettungsdienst wurde gerufen und als Michael dann so draußen vor dem brennenden Wohncontainer stand, bemerkte er, dass Effie noch in dem Haus war, beziehungsweise in diesem Wohncontainer. Er schnappte sich dann eine Satellitenschüssel, schlug ein Fenster ein und ging dann rein, um Effie zu retten.
Effie war dank ihm nur knapp dem Tod entkommen und Michael wurde in den Medien als Held gefeiert. Er hatte seine Frau gerettet und dabei sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. In einem Interview sagte Michael später: "Ich habe alles Physische verloren, aber meine zwei wichtigsten Menschen, die habe ich noch." Die Flammen wurden dann auch schon bald unter Kontrolle gebracht. Der Wohncontainer war danach allerdings wirklich unbewohnbar. Es war schon sehr, sehr viel kaputt gegangen und ja, schnell fand man auch die Brandursache. Der Brand soll durch eine fehlende Elektroinstallation entstanden sein und tatsächlich hatte das Haus dummerweise auch keine funktionierenden Rauchmelder. Das Feuer wurde daraufhin also als Unfall abgestempelt. Effie, Michael und Aiden zogen daraufhin in das Haus von Michaels Eltern. Das stand ja, wie gesagt, nur wenige Meter entfernt und dort gab es anscheinend auch wirklich genug Räume, damit sie dort auch Platz fanden. Wir schreiben den 27. Januar 2007, das war ungefähr ein Monat nach dem Brand im Wohncontainer. In dieser Nacht schlief Michael mit dem kleinen Aiden im Wohnzimmer, Effie hatte ein eigenes Schlafzimmer und Michael nahm eben öfter mal Aiden und ging nachts ins Wohnzimmer, damit Effie einfach in Ruhe schlafen konnte. Das Schlafzimmer und das Wohnzimmer befanden sich im Erdgeschoss und Michaels Eltern hatten oben im ersten Stock ihr eigenes Schlafzimmer. Mitten in der Nacht wachte Michael dann von komischen Geräuschen auf und er hörte, dass diese Geräusche aus dem Schlafzimmer von Effie kamen, ging dann auch dorthin. Ihm fiel direkt auf, dass das Schlafzimmerfenster offen war. Das war ungewöhnlich, denn Effie schlief eigentlich immer mit geschlossenem Fenster und als er dann so in der halben Dunkelheit, also ein bisschen sieht man ja immer trotzdem im Dunkeln, aber als er so im Dunkeln zu Effie ging, sah er plötzlich, dass um ihren Kopf eine riesige Blutlache war. Michael wurde daraufhin absolut panisch, rannte sofort nach oben zu seinen Eltern, um sie zu wecken. Er nahm dann auch sofort einen Hörer, wählte den Notruf, aber war so aufgewühlt, dass er gar nicht richtig sprechen konnte und gab dann seinem Vater den Hörer und sagte: "Dad, rede du mit ihnen." Die Polizei fragte dann, was passiert wäre und Michaels Vater sagte: "Ich weiß nicht, mein Sohn kam gerade, meine Schwiegertochter liegt im Bett, sieht aus, als wäre sie gestürzt." Daraufhin fragte die Polizei: "Was macht sie?" Der Vater sagte: "Sie liegt nur auf dem Bett. Ist sie teilnahmslos?" "Ja." Als die Sanitäter dann beim Haus eintrafen, um nach Effie zu schauen, war sie noch am Leben, aber ihr Zustand sah schon sehr kritisch aus. Sie hatte sehr, sehr viel Blut verloren und sie hatte starke Kopfverletzungen und ja, man brachte sie natürlich sofort ins Krankenhaus. Auch Effies Eltern Joy und Dwayne Williams wurden sofort kontaktiert und fuhren dann zu ihrer Tochter ins Krankenhaus. Die Ärzte teilten ihnen dann mit, dass es wirklich extrem heftige Kopfverletzungen waren und dass diese zwangsläufig zum Tod führen würden. Man konnte Effie noch mit Maschinen am Leben halten, aber sie hatte einfach viel zu starke Kopfverletzungen. Ein medizinisches Gutachten ergab, dass jemand 7-mal mit einem stumpfen Gegenstand auf ihren Kopf eingeschlagen hatte und dabei wurden so sternförmige Abdrücke hinterlassen. Also es war so eine Stelle, wo sozusagen auf ihren Kopf eingeschlagen wurde und dadurch sind eben auch so Risse in ihrem Schädel entstanden, dass das Ganze wie so ein Stern quasi aussah. Diese Abdrücke deuteten darauf hin, dass das Objekt, mit dem man auf ihren Kopf eingeschlagen hatte, auf jeden Fall rund war. Sie hatte wirklich heftige Schädelfrakturen, die dann auch zu Hirnblutungen und Schwellungen führten. Schnell war auch klar, dass der Täter mit einem sehr krassen emotionalen Impuls auf sie eingeschlagen haben musste und dass das Ganze eben deshalb für eine persönliche Tat sprach und nicht dafür, dass irgendein Fremder das getan hatte. Effies Mutter Joy sagte dann, dass Effie eigentlich keine Feinde hatte und war sehr verwundert darüber. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer ihrer Tochter so etwas antun sollte. Am 31. Januar 2007 wurden dann alle lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt. Die Eltern hatten vorher ihre Zustimmung gegeben und ja, das heißt, Effie ist nur 29 Jahre alt geworden. Sie hinterließ einen Sohn, der damals nur wenige Wochen alt war und einen trauernden Ehemann. Michael wurde dann auch mehrfach von der Polizei befragt. Das ist natürlich auch ein
sehr, sehr schlimmer Zustand. Er ist gerade am Trauern und muss dann auch trotzdem immer wieder Aussagen bei der Polizei machen, weil diese natürlich genau wissen wollten, was in der Nacht passiert war. Der Mörder musste ja ganz offensichtlich durch das Schlafzimmerfenster ins Haus eingedrungen sein. Draußen vor dem Schlafzimmerfenster lag noch ein abgetrenntes Fliegengitter und an der Wand hinter Effis Bett waren überall Blutspritzer und daran sah man ja auch, wie brutal der Täter auf sie eingeschlagen haben musste. Die Leute von der Spurensicherung nahmen den Tatort dann natürlich ganz genau unter die Lupe. Und schnell fielen dann auch einige Ungereimtheiten auf. In der Tatnacht hatte es wohl stark gefroren, sodass fast schon so eine kleine Schneeschicht auf dem Boden war. Und da der Eindringling ja durchs Schlafzimmerfenster eingestiegen war, hätte er normalerweise Fußabdrücke hinterlassen müssen. Doch vor dem Schlafzimmerfenster war nichts. Außerdem schien die Fensterbank völlig unberührt zu sein, denn dort war noch eine dicke Staubschicht. Auch Fingerabdrücke oder sonstiges konnte nicht gefunden werden, also nicht mal so Abdrücke mit einem Handschuh oder so. Der weiße Teppichboden im Schlafzimmer war komplett sauber, man fand keinen einzigen Krümel Erde. Außerdem stand vor dem Fenster noch ein großer Wäschekorb, auch der war völlig unberührt gewesen und die Gardinen waren auch in keinster Weise irgendwie durcheinander. Außerdem konnte Diebstahl kein Motiv gewesen sein, denn auf der Fensterbank lag ganz offen eine Brieftasche herum. Und auch auf dem Nachttisch von Effi war ein weiteres Portemonnaie, was ja ein Dieb ganz offensichtlich als erstes eingesteckt hätte. Effi wurde zudem auch nicht missbraucht, das heißt, es konnte auch kein sexuelles Motiv gewesen sein. Als Michaels Eltern dann zur Tatnacht befragt wurden, sagten sie aus, sie hätten keine Geräusche aus dem Schlafzimmer gehört und sie waren ja nur eine Etage höher. Michael hatte ja ausgesagt, er hatte auf jeden Fall laute Geräusche aus Effis Zimmer gehört, deswegen war er ja auch aufgestanden und hatte nachgeguckt, aber ja, seine Eltern hatten wirklich nichts mitbekommen. Michaels Schwester wohnte einige Häuser weiter zusammen mit ihrem Mann und die beiden hatten insgesamt 10 Hunde, also das waren auch richtige Wachhunde. 8 davon waren immer in so einem Zwinger eingesperrt und 2 liefen anscheinend frei herum. Und auch die Hunde hatten in der Nacht nicht angeschlagen, was sie definitiv getan hätten, wenn in der Nachbarschaft ein Fremder umhergelaufen wäre. Und auch Michaels Schwester und deren Mann haben in der Nacht nichts gehört. Doch Michael war weiterhin sicher, dass es ein Fremder gewesen sein musste, der in der Nacht durch das Schlafzimmerfenster eingedrungen war. Und dann berichtete er auch noch von einem weiteren Vorfall, und zwar soll sich dieser nur einen Tag vor dem Mord ereignet haben. Da ist er nämlich abends zur Scheune gegangen, die auch auf dem Grundstück seiner Eltern stand, weil er dort irgendwie Geräusche gehört hatte. Und gerade als er in die Scheune gehen wollte, bekam er von hinten einen Schlag auf den Kopf und wurde dann für einige Zeit bewusstlos. Als er dann wieder zu sich kam, ging er zu seinem Vater und bat ihn, den Notruf zu wählen. Untersuchungen ergaben allerdings, dass aus der Scheune nichts gestohlen wurde. Michael konnte den Täter auch nicht beschreiben, weil er ihn ja gar nicht gesehen hatte. Er hatte ja nur diesen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und von daher wurden die Ermittlungen in dem Fall auch schnell eingestellt, beziehungsweise man fing gar nicht so wirklich an, das Ganze zu untersuchen. Zu dem Zeitpunkt vermutete die Polizei noch, dass nichts aus der Scheune gestohlen worden war, weil Michael den Einbrecher oder was auch immer das war, frühzeitig erwischt hatte. Einige Tage vorher wurde etwa 50 Kilometer entfernt eine Frau bei einem Einbruch vergewaltigt und bei einem anderen Vorfall wurde eine andere Frau in einem Laden zusammengeschlagen und in einem Lagerraum eingesperrt. Und das war natürlich für die kleine Gemeinde in Bryceville alles zusammen sehr, sehr schockierend und plötzlich war diese Vertrautheit, diese Sicherheit kaputt und jeder hatte irgendwie Angst, dass er das nächste Opfer sein würde. Doch die Ermittler hegten schnell Zweifel, dass diese Fälle zusammenhingen und dass es sich um einen brutalen Einbrecher handelte, der einfach irgendwelche Leute abmetzelte. Schon bald wurde das Haus der Radleys genau untersucht und es wurden Dinge von Michael gefunden, die wirklich einige Fragen aufwarfen. In einer Kiste, die er gut versteckt hatte, fanden Ermittler einen tragbaren DVD-Player, eine Tube Gleitcreme und bestimmte Videos von homosexuellen Männern.
Die Auswertung seiner Telefondaten ergab, dass Michael schon seit längerer Zeit sehr, sehr häufig Kontakt zu einem 35-jährigen Mann hatte und dieser Mann war anscheinend sein ehemaliger Highschool-Lehrer. Hatte Michael vielleicht eine heimliche Beziehung mit einem Mann und wollte Effie deshalb irgendwie aus dem Weg schaffen? Als man dann Freunde von Michael befragte, kamen weitere Details heraus, die die Ehe von Michael und Effie noch einmal in ein ganz anderes Licht stellten. Und zwar sagten einige seiner Freunde aus, dass Michael oft sehr abfällig über Effie redete. Er hatte wohl schon häufiger einfach gesagt, dass er Effie hassen würde und dass er eigentlich auch gar keine Lust auf ein Kind hätte. Auch Effies Eltern erzählten dann, dass sie bei Michael irgendwie schon länger ein komisches Bauchgefühl hatten. Außerdem gab es vor nicht allzu langer Zeit einen merkwürdigen Vorfall, von dem Effie ihren Eltern erzählt hatte. Und zwar war sie eines Morgens mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit, als plötzlich Michael anrief. Und Michael sagte, sie solle in der Mittelkonsole vom Auto, also das ist ja so ein Fach, nach seinen Medikamenten gucken. Ich weiß nicht, was Michael für Medikamente nahm, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und dann machte sie dieses Fach auf und plötzlich sprangen mehrere Mäuse aus dem Fach heraus. Und Effie soll wohl eine richtige Mäusephobie gehabt haben. Und an diesem Tag wäre Effie auch dann fast mit dem Auto verunglückt, weil ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt zum Beispiel eine Spinnenphobie. Effie hatte scheinbar eine Mäusephobie und mitten auf der Autofahrt springt euch plötzlich aus so einem Fach eine Spinne entgegen und ja, da kann man natürlich schnell mal die Kontrolle über das Auto verlieren. Aber Effie konnte das Auto gerade noch so richtig lenken und kam dann auch völlig verstört bei ihrer Arbeitsstelle an. Ja, und wie diese Mäuse in dieses Fach gekommen waren, konnte bis heute nicht geklärt werden. Aber es war natürlich schon sehr merkwürdig. Ermittler fanden später außerdem heraus, dass Effie nur wenige Monate vor ihrem Tod eine Lebensversicherung von 150.000 US-Dollar abgeschlossen hatte und das Geld würde dann nach ihrem Tod an Michael gehen. Die Ermittler hatten immer mehr Zweifel daran, dass Michael die Wahrheit über die Tatnacht erzählte. Man untersuchte dann auch den Bademantel, den er in der Tatnacht trug, aber fand dort nichts, also keine Blutspritzer oder ähnliche verdächtige DNA-Spuren. Das gesamte Haus wurde dann auch nach einer möglichen Tatwaffe abgesucht, aber man fand nichts. Und genau das macht die Ermittler dann auch stutzig. Ein Kriminologe sagte im Zusammenhang mit dem Fall, je mehr man versucht, Spuren zu verwischen, desto mehr Spuren hinterlässt man. Und diese Aussage fand ich irgendwie so krass interessant. Ich weiß nicht warum, aber ich musste da ein bisschen länger drüber nachdenken. Und es war halt so gemeint, dass es schon komisch war, dass an seinem Bademantel keinerlei Blutspuren waren, weil normalerweise, wenn man seine Frau komplett blutüberströmt im Bett findet, fasst man die auch erstmal irgendwie an oder dreht die und guckt so ein bisschen, was los ist und dann kommt ja höchstwahrscheinlich zwangsläufig irgendwie Blut an die Kleidung ran, ohne dass man jetzt irgendwie der Täter war oder so. Und das war für die Polizei schon irgendwie komisch, dass dieser Bademantel so extrem sauber war von Michael. Und außerdem war es auch komisch, dass im Haus nichts war, wie zum Beispiel ein Hammer oder irgendwie sowas, weil das hat ja eigentlich fast jeder Mensch im Haus. Also mit anderen Worten, es gab so wenig Spuren oder irgendwie Anhaltspunkte, dass es schon wieder komisch war, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann wurde auch noch Michaels Auto abgesucht und tatsächlich wurde man fündig. Unter einem Rücksitz entdeckten die Ermittler ein verstecktes Fach und darin waren wirklich so viele belastende Gegenstände. Man fand einen Hammer, ein Teppichmesser, verbrannte Kabel, mehrere Handschuhe und blutige Papiertücher. Michael war sofort total schockiert über den Fund und stritt alles ab. Und er sagte dann auch, dass wer auch immer Effie umgebracht hatte, ihm das Ganze jetzt in die Schuhe schieben wollen würde. Er sagte, er hätte all diese Gegenstände noch nie in seinem ganzen Leben gesehen gehabt. Er sagte dann auch, dass es wahrscheinlich die gleiche Person gewesen wäre, die ihn auch vor der Scheune angegriffen hatte. Diese Elektrodrähte, die man in dem Fach fand, wurden dann auch genauer untersucht und es stellte sich heraus, dass es genau die gleichen Drähte waren wie auch in dem Wohncontainer, wo es ja zu einem Brand gekommen war. Daraus konnten die Ermittler schließen, dass Michael den Brand im Wohncontainer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
einfach selbst gelegt hatte, indem er irgendwelche Kabel so kurzschluss, dass eben ein Brand entstand. Außerdem erschien den Ermittlern die Version ziemlich absurd, dass irgendein Fremder ihm dieses ganze Material ins Auto gelegt hätte, denn wer hätte das Ganze tun sollen und vor allen Dingen, wie wäre das möglich gewesen? Also es wäre ja auch viel zu viel Aufwand. Michael blieb allerdings weiterhin bei seiner Version, dass irgendjemand durchs Schlafzimmerfenster eingedrungen war, um Effie zu töten. Er betonte auch immer wieder, dass er Effie über alles lieben würde und ihr das niemals angetan hätte. Der Hammer, den man im Auto fand, wurde dann auch genauer untersucht und hinten an diesem runden Ding vom Hammer fand man dann tatsächlich auch Blut von Effie. Der Hammer war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Tatwaffe, denn ich hatte euch ja erzählt, dass Effie im Kopf 7 so runde Löcher hatte und das kommt eben mit großer Sicherheit von dem Hammer. Also man hat einfach ja mit dem Hammer auf ihren Kopf eingeschlagen. Auch das Blut an den Stofftüchern war von Effie. Dann habe ich euch ja auch erzählt, dass man mehrere Paar Handschuhe fand. Und zwar einmal so dickere Arbeitshandschuhe. Und an diesen war außen auch Blut von Effie. Aber in der Innenseite von den Handschuhen fand man gar keine DNA-Spuren. Dann untersuchte man noch das zweite Paar Handschuhe. Das waren so dünne Latex-Handschuhe. Und bei denen fand man nur in der Innenseite DNA. Und zwar auch nur von Michael. Und daraus schloss man, also da muss man jetzt, glaube ich, auch kein Genie für sein, dass Michael erstmal diese Latex-Handschuhe anzog und damit dann eben in die Arbeitshandschuhe gegangen war. Michael musste den Mord über Monate geplant haben und es war auch definitiv nicht sein erster Versuch. Ihr erinnert euch an den Vorfall mit den Mäusen. Höchstwahrscheinlich hat er es da schon das erste Mal probiert. Ich meine, wer hätte sonst irgendwelche Mäuse in ein Autofach bei Effie packen sollen? Der zweite Versuch war der Brand. Da kann man sich allerdings fragen, wieso soll er das als Mordversuch geplant haben, denn er hat Effie ja letztendlich aus den Flammen gerettet. Aber das hat er wahrscheinlich nur getan, weil zu dem Zeitpunkt schon einige Nachbarn draußen standen und ja beim Feuer zugeguckt haben und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als den heldenhaften Ehemann zu spielen. Eigentlich wollte er Effie gar nicht retten, er wollte sie einfach ja in den Flammen verbrennen lassen, aber war dann quasi gezwungen, dann doch anders zu handeln. Außerdem hatte Michael höchstwahrscheinlich vorher alle Rauchmelder ausgeschaltet, damit Effie nicht frühzeitig aufwachen würde. Die Geschichte mit der Scheune hatte sich Michael mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgedacht, um eben den Überfall auf Effie später glaubhafter aussehen lassen zu können. Die Polizei rekonstruierte dann auch den Tathergang und zwar wird es folgendermaßen abgelaufen sein. Erst hat Michael das Fliegengitter am Schlafzimmerfenster zerschnitten, damit das irgendwie noch so danach aussah, als ob ein Eindringling das war und durchs Fenster gekommen ist. Dann wartete er am Abend, bis Effie ins Bett ging und tat auch erstmal so, als ob er sich selber schlafen legen würde. Er entkleidete sich dann komplett, zog sich dann die Latex- und Arbeitshandschuhe an, schnappte sich den Hammer und ging dann zu Effie ins Schlafzimmer und überraschte sie im Schlaf, sodass sie gar keine Chance mehr hatte, groß zu schreien oder sich zu wehren. Deshalb hatten Michaels Eltern auch nichts mitbekommen. Er schlug dann 7-mal auf ihren Kopf ein, bis sie bewusstlos im Bett lag. Er schlug dabei mit einer so großen Wucht auf sie ein, dass das Blut gegen die Wand spritzte und auch gegen seinen eigenen Körper. Aber da er ja unbekleidet war, war das nicht so ein großes Problem. Mit den Papiertüchern wischte er sich dann das Blut vom Körper und zog sich einen sauberen Bademantel über. Später versteckte er das komplette Beweismaterial in diesem Geheimfach in seinem Auto. Danach lief er zu seinen Eltern ins Schlafzimmer, um von dem schrecklichen Vorfall zu berichten. Er war sich scheinbar relativ sicher, den perfekten Mord geplant zu haben und war irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man ihn irgendwie verdächtigen könnte oder dass man sein Auto absuchen würde. Das Motiv war höchstwahrscheinlich, dass er die Ehe beenden wollte. So ganz raus ist das noch nicht, ob er jetzt tatsächlich einen heimlichen Freund hatte. Aber Fakt ist, er wollte irgendwie aus dieser Beziehung rauskommen und
ja, hat dabei einen sehr brutalen Weg gewählt. Im Juli 2009 kam Michael Radley vor Gericht und wurde wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Michaels Verteidigung pochte noch immer auf die Version, dass in Bryceville ein Serientäter umherging und durchs Schlafzimmerfenster von Effie eingedrungen war und sie dann brutal mit einem Hammer tötete. Danach verschaffte sich der Täter dann angeblich Zugang zu Michaels Auto und verstaute das ganze Beweismaterial in diesem Geheimfach. Die Staatsanwälte fragten dann, was das Motiv von diesem angeblichen Eindringling gewesen sein sollte, weil Diebstahl war es ja offensichtlich nicht, denn der Täter hatte ja die offen herumliegenden Portemonnaies nicht mitgenommen und daraufhin hatte Michaels Verteidigung auch nicht wirklich eine Antwort. Michael hat bis dahin geschwiegen und auch immer weiter behauptet, dass er das Ganze nicht gewesen wäre. Michael wurde dann letztendlich zu lebenslanger Haft ohne frühzeitige Chance auf Entlassung verurteilt. Er dachte wirklich, er hätte den perfekten Mord geplant, aber letztendlich konnte er ja dafür belangt werden. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Fall. Ich finde es immer so, so krass, wenn man denkt, irgendwie einen Menschen zu kennen. Ich meine, Effie hat diesen Mann geliebt, sie hat ihm höchstwahrscheinlich blind vertraut, sie hat ihn zweimal geheiratet, sie hatten einen gemeinsamen Sohn und von außen schien das Familienglück einfach zunächst perfekt zu sein und im Hintergrund, das muss man sich mal reinziehen, hat Michael einfach schon seit Monaten höchstwahrscheinlich geplant, seine Frau irgendwie zu beseitigen und das finde ich in solchen Fällen immer so krass erschreckend. Also das hört sich jetzt komisch an, aber wenn man so bedenkt, wenn jemand, ich sag mal, wie gesagt, hört sich wirklich komisch an, aber wenigstens so aus dem Affekt heraus tötet, das ist schon krass und schlimm, aber wenn man sich dann auch noch vorstellt, so der eigene Ehemann, wahrscheinlich der Mensch, den man am meisten vertraut, hat das Ganze einfach schon seit Monaten geplant. Also das finde ich irgendwie so, so gruselig. Ja, und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr bitter, weil Michael, glaube ich, wirklich dachte, er hätte so den perfekten Mord geplant. Aber letztendlich war es tatsächlich für die Ermittler, so sagten sie auch später, sehr einfach, ihm auf die Schliche zu kommen, weil es, wie gesagt, so auffällig wenig Spuren im Haus gab, dass es einfach sehr, sehr unstimmig erschien, was er so erzählte. Ja, und wie immer, schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Fall in die Kommentare, eure Gedanken. Es ist ja ein aufgeklärter Fall. Ich finde die Strafe, also die lebenslange Haftstrafe, sehr angemessen. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht zu dem Fall sagen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal gesund und munter wieder.